Moin! Ich habe Post von der Staatsanwaltschaft Hannover. Es geht leider um Betrug im Internet. Aber ich fange mal vorne an. Wie ihr alle wisst, habe ich eine neue Formatkreissäge. Was ihr aber nicht wisst, ist, ich habe diese Säge zweimal gekauft. Wir fangen erstmal hier an. Seit vielen Jahren, seitdem ich mit Holz arbeite, habe ich eigentlich immer wieder Maschinen über eBay Kleinanzeigen gekauft. Und ich muss sagen, und das wisst ihr auch, mit die glücklichsten Momente überhaupt sind dadurch entstanden. Ich habe meine beiden Putzhobelmaschinen darüber gekauft, ich habe Abrichten, Dickenhobel, ich habe eigentlich alles darüber gekauft, auch Festool-Geräte schon. Und ich habe eigentlich nie schlechte Erfahrungen gemacht. Auch wenn ich die Maschinen eigentlich fast immer blind gekauft habe. Ich schicke eine Spedition hin, lasse es abholen und fertig ist es. Deswegen kommen wir jetzt wieder rüber zur Säge. Da kommt nämlich ein Problem dazu. Die Säge habe ich auch so gekauft, für 5000 Euro. Und es war auch alles super. Der Kontakt war gut, das ist immer etwas, worauf ich viel achte. Die Maschine hat einen guten Eindruck gemacht, es gab viele Bilder. Ich blende euch mal das, was ich habe, davon ein. Und alles war top, bis dann halt 2 Wochen gar nichts passiert ist. Und in der 3. Woche bin ich etwas neugierig geworden. Was ist mit meiner Maschine? Und tatsächlich war mit meiner Maschine gar nichts. Die gibt es nämlich gar nicht. Und dieser Brief hier von der Staatsanwaltschaft Hannover, der betrifft mich zwar wegen Betrug im Internet, aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt. Ich bin kein Betrüger, ich bin das Opfer. In diesem Brief ist das Ergebnis der Anzeige, die ich logischerweise erstattet habe. Die Person hat einfach irgendwann nicht mehr geantwortet. Und ich habe es dann so gemacht, dass Flo einfach von seinem Konto die Säge auch angefragt hat. Und es kam nachts um 1 die Antwort, ja, die Säge ist noch da, du kannst sie kaufen, obwohl ich sie ja eigentlich schon gekauft hatte. Warum erzähle ich euch das jetzt? Jones, du bist ein opportunistischer Idiot, man kauft doch keine Sachen blind. Kann man so sehen, ich habe extra einen Kaufvertrag und alles, also mit allen Sachen. Das Ding ist, wir hatten dadurch dann die Hoffnung, dass wir sozusagen mit der Anzeige eigentlich relativ gut vorgehen können. Wir hatten eine Adresse, einen Namen und ein Bankkonto, wo ich schon dachte, ey, wenn man das auf dem Konto überweist, dann muss man ja nachvollziehen können, wer das ist. Falsch gedacht. Das, was in diesem Brief steht, der heute gekommen ist, ich glaube, das ist so gute 2, 3 Monate später ungefähr, ist, dass man gar nichts machen kann. Mein Geld ist einfach weg. 5000 Euro sind futsch. Und das liegt daran, dass zwar wohl eine echte Person ihr Konto zur Verfügung stellt, aber das Geld einfach nur weiterleitet und deshalb irgendwie anscheinend die Ermittlungen nicht weiter aufgenommen werden können. Denn das Geld ist, und das wissen Sie, in Litauen gelandet. Mein Geld hat also eine schöne Reise gemacht. Warum erzähle ich euch das? Möchte ich jetzt hier jammern und heulen? Ich möchte nicht jammern. Ich habe gejammert, aber auch nur kurz, weil das Ding ist, man kann es eh nicht ändern. In dem Moment, wo man weiß, okay, ich bin betrogen worden, ist es ja schon zu spät, es ist ja schon passiert. Und für mich, das ist ein bisschen das Traurige, war halt klar, okay, Kacke. Ich habe jetzt zwar 5000 Euro verloren, aber ich brauche immer noch eine neue Säge. Ich habe also effektiv für meine Formatkreissäge dann nochmal 9, ich glaube 8000, 7999 Euro bezahlt. Also insgesamt fast 13.000 Euro für eine Säge, die eigentlich, keine Ahnung, 7 kostet. Das ist scheiße, das ist echt richtig blöd und das ist für mich auch unternehmerisch ziemlich beschissen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wahrscheinlich schon. Trotzdem ist es so, es gab für mich da jetzt keine Lösung. Das Wichtigste ist, es gibt auch hier keine Lösung. Es gibt keine Lösung. Diese Kriminalität setzt sich durch und ich habe einfach nur den Schaden und das Verfahren ist eingestellt worden und deswegen möchte ich euch ganz doll warnen. Diese Freude, die ich habe mit der Marunaka, die ist nur durch eBay Kleinanzeigen möglich gewesen. Wenn man Maschinen selber abholt, ist das was anderes. Aber das ist für mich mit meinem Zeitplan eigentlich nicht wirklich möglich. Dass man sich kleinere Sachen über Kleinanzeigen kauft, die man dann verschicken lässt, das ist eigentlich normal heutzutage. Ich kann euch aber sagen, ich werde das halt nicht mehr machen. Ich habe für die jetzt effektiv viel zu viel Geld bezahlt. Das ist mir aber so gesehen, ich kann es nicht ändern. Ich brauche eine Säge, weil ich Aufträge habe, die ich erledigen muss. Das ist also doppelt blöd, aber alles in Ordnung. Ich werde die, das habe ich ja schon gesagt, wahrscheinlich bald austauschen. Genauso wie diese Maschine da und wahrscheinlich auch meine Woodpeckers-Maschine. Warum? Habe ich ja schon im letzten Vlog gesagt. Ich werde wahrscheinlich die Maschinen von Flo rüberholen, weil wir die bei VLVR einfach nicht brauchen. Das sind Maschinen, die da stehen und einfach nicht benutzt werden. Deswegen werde ich wahrscheinlich tauschen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt? Ich habe ja gerade gesagt, ich werde wahrscheinlich nichts mehr über Kleinanzeigen kaufen. Aber ich muss meine Maschinen wahrscheinlich da
verkaufen. Das ist halt eine echt blöde Situation. Ich habe es jetzt schon mal gesagt, diese Maschine da hinten werde ich verkaufen. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden, zum Beispiel unter diesem Video oder bei Instagram. Vielleicht werde ich sie irgendwann bei Kleinanzeigen reinstellen, ich weiß es nicht. Macht den Fehler nicht. Das ist das, was ich sagen möchte. Das ist teuer und überflüssig. Und eine Sache muss man ja auch nochmal eben sagen. Das ist immer noch das Beste, was es auf dieser Welt gibt. Guckt euch das an, was Schönes zum Ende. Hello, hello! Jones! Wo bist du? Unter einer Brücke bei der Kölnmesse. Da bin ich nämlich heute. Zuallererst mal, Digga, man kann hier nur mit Bargeld das Parkticket bezahlen. Am Anfang schon. Was ist das? 2023, crazy. Ich musste jetzt zu irgendeiner Tankstelle fahren und da irgendwie für 7 Euro Gebühren Geld abheben. Spitze. Ich bin heute auf der IMM. Und zwar treffe ich mich hier mit Flexispot. Die haben mich eingeladen, die haben hier einen Stand. Und das an sich ist schon mal cool. Weil mit Flexispot habe ich ja jetzt schon voll viel gemacht. Und die Leute dahinter kennenzulernen, finde ich einfach super interessant. Das andere ist, was wahrscheinlich viele nicht wissen, vor ganz vielen Jahren hat meine Karriere damals als Produktdesigner mein erster riesengroßer Auftrag hier angefangen, auf der Kölnmesse. Da habe ich nämlich einen Stuhl ausgestellt und dann habe ich einen Anruf bekommen, hey Jonas, hier sind Leute, die wollen den kaufen. So, peng. Und so hat es angefangen. Ich bin super früh. Bin hier irgendwie in der Bettenhalle gelandet. Emma, wo ist euer Stand? Ich glaube, das letzte Mal war ich gar nicht sogar hier, sondern ich habe mich hier, nachdem ich den Auftrag hatte, nochmal auf der EMM ein Jahr oder zwei Jahre später oder so mit meinem Kunden von damals getroffen. Damals, als ich hier was ausgestellt habe, ich habe hier gerade so einen ähnlichen Stand, stand einer meiner Stühle auch ungefähr so random irgendwo rum und ich habe mit gar nichts gerechnet. Das erste Ding ist, ich hatte auch meine Abschlussarbeit vom Studium dazugelegt, weil ich so eine Verbindung gemacht hatte. Die Mappe wurde geklaut. Das war schon mal blöd, weil das war nämlich meine tatsächliche Abschlussmappe, die musste ich ja nochmal machen. Aber mein Stuhl stand halt auch einfach so da, so wie die. Und daraus ist dann irgendwie was ganz Verrücktes geworden, mit dem ich irgendwie Geld verdient habe. Das ist total crazy. Das ist eigentlich, also total spannend zurückzugucken und trotzdem zu sehen, okay krass, ich bin irgendwie jetzt ganz woanders als damals. Hier gibt es auch Kindersachen ohne Ende. Wahnsinn, das ist super random. Warum ich glaube ich so entspannt bin? Nichts in meinem Leben habe ich geplant. Ich habe zwar hier was auf der Messe ausgestellt und ich hatte auch den Hintergedanken zu sagen, komm, ich zeig, was ich kann. Aber ich habe nie gedacht, komm, ich will jetzt unbedingt als Produktdesigner Möbel für eine Firma in der Türkei machen. Das hat einfach so von alleine geklappt. Genauso wie ich nie gesagt habe, ich will Tischlermeister werden. Ich wollte mit Holz arbeiten, aber dass ich das machen soll, dass ich mich da bewerben soll, die Idee kam von anderen Leuten und ich habe das dann gemacht und es hat geklappt. Und so ähnlich ist es eigentlich auch bei YouTube und all diesen Sachen. Ich wollte euch eigentlich was zeigen, das war meine eigene Idee, aber wie sich das entwickelt hat, liegt auch stark an euch. Und insofern, ja, es ist irgendwie, keine Ahnung, Erkenntnis des Sonntags. Digga, hier ist niemand. Hier ist einfach niemand. Was für eine strange Messe. Das ist die größte Halle der Welt und hier ist kein Mensch. Ich habe ihn gefunden. Den Flexispot-Stand. Ich habe schon einige Sachen entdeckt, die ich zumindest noch nicht kannte. Da vorne sieht es schon mal so aus, als ob da ein Tischgestell wäre, was eine Schublade hat. Das wäre was für Hannah. Dahinter sehe ich einen Kindertisch und ich sehe noch einen ganz anderen Tisch. Ich gucke mir das jetzt gleich mal an. Zuallererst sollte ich aber vielleicht mal ganz nett Hallo sagen und nicht einfach nur hier hinkommen und filmen. Also, das mache ich ohne Kamera und dann gucken wir mal, was hier so steht. Auf jeden Fall haben wir schon ein Motto entdeckt. Work like new. Es geht darum, anders zu arbeiten. Deswegen ja auch ergonomisch. So, jetzt sage ich mal Hallo. Flexispot hat einfach erstmal einen Preis abgesahnt. Das ist nicht schlecht. Das hier sieht auch super lässig aus. So eine kleine Bedienung. Einfach der perfekte Kinderschreibtisch. Warum hatten wir sowas früher nicht? Ich hatte nur so einen Scheißschreibtisch, als ich klein war. Das ist echt richtig cool. Ich glaube, man kann sogar das auch noch aufklappen. Ja, kann man theoretisch auch noch. Ist das auch ein kleiner Kinderstuhl? Der sieht auch so niedlich aus. Also das ist schon echt super cool. Ich finde auch diese Lösung für unten drunter super, für alle, die keinen Bock haben, sich Schubladen zu bauen. Und was mir einer der Mitarbeiter gerade erzählt hat, es gibt auch vom E7-Gestell ein neues, das ist das Pro-Gestell. Da könnt ihr schwerere Platten draufstellen. Das ist eigentlich ganz spannend, weil das sieht man da hinten gleich. Da habe ich nämlich auch schon ein Tischgestell entdeckt.
Man kann ja theoretisch auch das Ganze nicht nur als Schreibtisch, sondern als Esstisch nutzen. Das gucke ich mir gleich an und dann ist da auch noch eine Gaming-Ecke. Wir gehen mal darüber. Das, was ist das? Das ist richtig nice. Hier ist halt ein bisschen das Thema Gaming auch aufgegriffen, dazu komme ich gleich noch. Ich finde das echt, keine Ahnung, das sind so Kleinigkeiten, aber dass man bei einem Kindertisch eine andere Steuerung hat, also einem Gaming-Tisch eine andere, die halt auch ein bisschen danach aussieht, das finde ich schon sehr, sehr geil. Der Tisch an sich ist sehr geil, aber was ich eigentlich meinte ist, boah, hier kommt der Staubsaugerroboter, das da, da müssen wir mal hin. Das Gestell hat 4 Beine und ist viel, viel stabiler als die anderen. Was ich mir die ganze Zeit überlege ist, ich glaube, das ist nicht so ganz die Idee dahinter, weil das soll ja ein Esstisch sein. Das Esstischgestell mit einer fettesten Platte als Gaming-Schreibtisch, das wäre geil, weil ich überlege mir noch einen größeren Gaming-Tisch zu bauen. Und ich finde, dieses Tischgestell sieht brutal aus. Es ist wirklich ultra stabil. Es hat heftigste Streben darunter und da! Da ist, huch Gott, da ist sogar was, um Kabel zu verstecken. Das ist eigentlich ultra perfekt. Und da gibt es auch noch einen Katalog, da gucke ich auch dann mal rein. Das ist echt sehr, sehr cool. Also die Mischung aus den beiden kann ich mir richtig gut vorstellen. So ein Gestell für Kinder ist natürlich auch der Knaller. So, ich setze mich jetzt mal hier hin und guck mal in den Katalog. Ich könnte jetzt auch nebenbei ein Workout machen, denn da sind Pedale. Das ist eigentlich mega smart. Wenn man am Tisch sitzt, kann man so nebenbei Fahrrad fahren. Wäre ja langweilig, wenn ich nicht auch eine Frage stellen würde. Wie geht das? Warum kann die Kugel fliegen und sich drehen? Wer weiß es? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist hier gerade der beste Moment überhaupt auf dem Stand. Ich zeige das jetzt nicht so nah. Da ist ein Mann und seine Frau. Und die haben sich so einen Stuhl angeguckt, auf dem man Rad fahren kann. Und er hat sich den Gaming-Tisch angeguckt. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen erwachsenen Menschen so glücklich gesehen. Ich glaube, die kaufen das jetzt tatsächlich auch gerade. Das ist eigentlich echt ganz cool, aber einfach zu sehen, wie viel Freude ihm das macht, diesen Gaming-Tisch zu sehen, ist absolut der Knaller. Also echt sehr, sehr geil. Was übrigens auch sehr, sehr geil ist, wir haben gerade nochmal gesprochen. Ich hatte euch ja gerade gefragt, wie funktionieren diese Kugeln? Ja, guckt ihr mal. Wer es richtig errät, kann eine bekommen. Wir verlosen nicht eine. Also schreibt es gerne unten rein, wenn ihr wisst, wie das geht. Aber nicht schummeln. Nicht heimlich bei Google gucken, das merke ich. Ich gucke mir das jetzt weiter an. Es ist einfach zu schön zu sehen, wie andere Menschen sich freuen. Es ist einfach der Knaller. So. Jetzt erstmal meine Haare abschneiden. Guck mal, was hier liegt. Neue Platten. So, aber damit geht es jetzt nicht weiter. Jetzt erstmal Schluss. Das war super geil, bei FlexiSpot zu sein. Es war richtig toll, die Leute hinter der Marke kennenzulernen, mit denen Zeit zu verbringen. Super. Was noch super rarer und auch super klasse war, ihr wart auch da. Ich habe einige Abonnenten getroffen am Stand von FlexiSpot, ohne dass ich gesagt habe, dass ich da bin. Das ist eigentlich echt immer mit das Coolste überhaupt, euch kennenzulernen, mit euch zu sprechen, eure Geschichten zu hören. Das macht mir Spaß. Mehr davon in Zukunft. Auf der Ligna war es klasse, auf der IMM auch. Aber jetzt bin ich erstmal ein bisschen groggy, war doch viel Autofahrerei. So, im nächsten Vlog geht's weiter. Tschüss! Tschüss!